Hallo, ich bin Anja und komme eigentlich aus Leipzig und bin hierher gezogen, nach Hannover zumindest am Anfang. Es war schon ein bisschen merkwürdig, weil weg von zu Hause, also direkt nach dem Abitur, dann war man sowieso erstmal alleine. Ich hatte den Vorteil, ich bin mit meinem Freund damals hierher gezogen, der hat auch hier Arbeit gefunden, weil wir beide bei uns im Osten nichts gefunden haben. Also ich hatte dort noch eine Ausbildung gemacht zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Also stand schon ein bisschen mitten im Leben sozusagen, bin aber dann hierher gezogen, wir haben zusammen dann unsere erste Wohnung auch gehabt und es war alles neu und überraschend. Also dadurch, dass man eben von zu Hause weg ist, musste man mit denselben Sachen umgehen, dass man mit der eigenen Wohnung klarkam, dass man sich selber um alles kümmern musste. Also da macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob man im Osten oder im Westen groß geworden ist. Also ich finde Integration wichtig, einfach, dass die Leute, die woanders hingehen und eben gar keinen kennen, dass die mit aufgenommen werden, mitgenommen werden und nicht alleine dastehen. Dass man denen hilft und sie unterstützt, egal in welcher Art und Weise. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Das fängt in der Schule, im Kindergarten an, das geht über Vereine oder im Berufsleben. Also das ist ganz unterschiedlich. Also Hauptsache, man hilft ein bisschen. Also ich muss ja auch nicht jeder helfen, aber immer, wenn man jeder eine Kleinigkeit nur tut, dann hilft das demjenigen schon besonders viel.